Wenn man das Klo sauber macht, empfiehlt es sich, es so stehen zu lassen. Weil wenn es zu ist, sieht man ja nicht, ob der Urinbehälter drin ist oder nicht. Und es stinkt auch nicht so. Hier ist jetzt oben das Streulager. Und ich habe das hier so gemacht mit so Eimerchen. Das hier ist das Trockenbokashi. Wir haben diese Schäufelchen von der Wachsbestellung noch gehabt. Die sind natürlich sehr praktisch. Und das riecht ein bisschen nach Silo, weil das ist ja fermentiert. Und das hier ist die aktivierte Pflanzenkohle. Alles von EM Chiemgau. Und hier, so kommt es dann hier an. Das sind so Kilosäcken, damit man es nach und nach aufmachen kann. Und wir geben jetzt eben direkt nach dem großen Geschäft dieses Trockenbokashi drauf und Pflanzenkohle und zum Abdecken ein bisschen Streu. Und ich finde das am angenehmsten, immer noch ohne Lüftung. Ihr seht, Klo steht einfach hier. Die Dinger da unten sind zu. Der Eimer ist mal wieder voll. Und diesmal habe ich ja Bokashi, Trockenbokashi und Kohle noch mit reingemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das riecht, wenn man das hier rausholt. Also, das riecht wesentlich angenehmer als die andere Tüte. Hier drin ist jetzt auch ein bisschen Feuchtigkeit. Ich vermute, das ist durch die Tüte diffundiert. Und auch der Eimer, der riecht eigentlich nach, ja, Silo. Also nicht nach Scheiße, sondern nach Silo. Das finde ich jetzt ganz angenehm. Da ist die andere Ecke. Und jetzt die neue, da mache ich jetzt aber auch noch ein bisschen Erde drauf. Ich bin gespannt, weil der Bokashi braucht ja eigentlich so 3 Wochen. Vielleicht hält die Tüte ja genauso lang, bis das unter Luftabschluss vergoren ist oder fermentiert. Das wäre ja cool. Und dann kann sich ja die Tüte beginnen aufzulösen. Die kriegen auch noch ihr Schild, jeweils rechts und links. Und ich habe hier so Schilder aus den Tetra-Packs gemacht. Wenigstens eine Zweitverwendung für diesen blöden Müll. Ich habe das jetzt so reingeklemmt. Das wird ja noch voller werden, aber wir werden es schon irgendwie wiederfinden.